Womit wurde denn Amelie ermordet? Schottenheber! Ja, Moment. Ihr schafft hier so ein paar Sachen zur Auswahl. Also ich finde ja die Beteiligung ganz hervorragend. Mit der Niveauschranke. Die haben wir ja auch stehen. Also wir haben hier eine Ukulele. Einen Frauenfederfrecher. Ein was? Frauenfederfrecher. Können Sie das einmal wiederholen? Frauenfederfrecher. Ja? Vielleicht noch ein einziges Mal. Faun, mein Bier. Ein Faunfederfrecher. Sehr schön. Mit der Niveauhupe. Ja. Mit einer Federboa. Wie wär's mit einem Absatz? Mit einem Mikrofon oder mit einem eng geschnürten Korsett, Piratensäbel, wie ist das denn dabei gekommen? Ja gut. Mit giftigem Puder oder mit einer Videokassette mit Amelies Auftritten. Stimmt, du, das stelle ich mir auch gleich so vor. Ne? Sie musste sie alle angucken, und dabei ist sie immer nicht gestorben. Amelie sitzt vor der eigenen Glotze und muss sich ihre eigenen Auftritte und schnippelt dabei ab. Aber das ist noch ein bisschen zu wenig. Ne? Das finde ich gut. Ne? Und dann noch mit einer vergifteten Perücke. Ich würde vorschlagen, wir nehmen drei Stück. Also, was sagen Sie zur Videokassette? Ja. Was sagen Sie zur vergifteten Perücke? Was ist denn mit dem vergifteten Puder? Der giftige Puder. Ja. Okay. Ja, dann haben wir noch die Niveauhupe. Ja. Alles klar. Also es bleibt bei. Genau. Stundenlanges Niveauhupen, ich liebe. Ja. Amelie zwischen zwei Lautsprecherboxen gesetzt und stundenlang mit diesem Geräusch beschallt. Genau. Sag mal, hier die Füße hoch beim Gehen. Sag mal, wer hat den eigentlich eingestellt? Ne? War beim Arbeitsamt nichts anderes zu kriegen? Der ist uns zugelaufen, Ilse. Ach, zugelaufen? Ja. Ja. Quasi hat man sie uns ja auch untergejubelt, wenn ich daran erinnere. Ja, ja, ich weiß. Amelie erzählt ja mir die Geschichte. Ne? Sie war Schuhe kaufen, ne? Und dann kam er an der Kasse. Und dann, ne, wer das noch nicht kennt, der kennt das jetzt noch nicht. Jedenfalls ne, war sie dann an der Kasse und dann sagt die Verkäuferin, du brauchst noch was zur Pflege und dann hatten sie mich am Hals. Ja. Genau. Ja. So was. Oh, es kam die leider tatsächlich noch nicht. Ja, das sind die 20 aus Bonn, die sind zum ersten Mal hier. Ja, einen schönen guten Abend aus Bonn, ja, aus Köln, an Bonn. Das ist immer schön, die alten Leute wissen nie, wo wir sind. Ne? Ja, letztens war ich übrigens 25 Jahre Döner feiern. Ja, habe ich drei Stück gegessen, ja, und dann hat man mir erzählt, wie das passiert ist. Ne? Ja, Armee, ne? Handgranate, Schafherde, Döner war fertig. Ne? Ja. Ja, böse Geschichte, ne? Also kleine, süße Schäflein darf man ja nicht ermorden, ne? Sie haben die erste Niveauhupe des heutigen Abends bekommen, Frau Schäfer. Ich habe bei meinem ersten Schock gelernt, dass man keine Witze über getötete, süße, kleine Tiere machen darf. Aber ich liebe das. Ja, so, wen ich auch sehr mag. Wer tötet denn einen Döner? Oh, Herr Störk. Ja. Ich werde den, wenn Sie so machen, dann erzähle ich den noch dreimal. Wie den anderen Witz mit den Bücken? Ne, mit den Bücken, ja, genau. Den mit den Bücken machen wir später. Also, Herr Störk, um nur für Sie, nur bitte das Publikum und Sie hören aber mal weg, ne? Also, Herr Störk, ne? 25 Jahre Döner, ne? Ja. 25, ne? Ja. So, ne? 25 Jahre. Und dann kam die Armee. Ja. Vor 25 Jahren. Ja. Ne? Nahm eine Handgranate. Ja. Und warf sie aus Versehen in eine Schafherde. Ja. Ne? Und dann machte es meh. Ne? Was machte es? Meh. Ah, okay. Und dann war der Döner erfunden. Ich verstehe. Haben Sie es jetzt? Ja. Es leuchtet mir ein. Da war auch ein Krautsalatfeld in der Nähe. Guck mal, der kommt raus. Noch. Oh, der war ja mal richtig gut. Ich habe ja noch Hoffnung. Ja. Vielen Dank, den älteren ich. Wo Amelie tot ist, fallen dir die guten Witze ein. Ja. Das ist aber wirklich ein Ding. Das ist immer so. Kurz vorm Ende kommt das Beste noch raus. Ja. Ja.
Also es tut mir leid, hier steht eine alte Frau. Sie wissen nicht, worauf Sie sich eingelassen haben. Sie wissen sich auch nicht, was Sie jetzt aufhören. Also Sie kriegen jetzt Frau Röhl. Sie kriegen jetzt Augenkrieg. Ich bin gerade dabei, die nächste Nummer anzumoderieren. Scheiße, kein Bier. Ja, Sie werden...